Wir müssen reden. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Servus, YouTube. Heute mal ein Little Pony Thema. Ernster, als das jetzt mit dieser Brille aussehen mag. Ich hoffe, es lenkt nicht zu sehr ab. Dieses Video wird ein Dreiteiler, denn hier werde ich ausführlich erklären, wie mein Statement zu der Serie, zu Hasbro und zu dem Fandom ist. Der erste Teil wird davon handeln, wie ich zu der Serie an sich und zu Hasbro stehe und wo ich da möglicherweise Gefahren sehe. Der zweite Teil handelt vom größten Konkurrenten von Hasbro und das ist Phillies. Der dritte Teil wird vom Fandom handeln. Ich werde es deswegen in drei Teile teilen, weil das im Gesamten zu umfangreich wäre. Hiermit folgt nun also mein Statement zu My Little Pony Friendship is Magic, also die Serie aus dem Jahre 2010, Generation 4. Zur Serie allgemein ein paar Worte erst einmal. Die Serie an sich ist fantastisch, finde ich. Also für mich. Heißt, die Serie hat für mich persönlich auch einiges geleistet, da ich einige Dinge getan habe, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie tun würde, zum Beispiel auf Stammtische gehen, irgendwie soziale Sachen zu machen. Also das sind so die Punkte, die auch das Fandom an sich positiv dastehen lassen. Was aber die Serie an sich angeht, innerhalb der Serie, was passiert, ich finde die Charaktere super, ich finde die abwechslungsreiche, spannende Story gut. Und vor allem, was die Serie ausmacht, ist diese neue Art von Vermittlung von Sozialkompetenz. Das heißt, dieses Moralverständnis, was sie der Zielgruppe, den Kindern, übermitteln möchte. Nebenbei bemerkt ist auch die deutsche Synchro super, kann man hier sagen. Ich finde diese Darstellung, dieses Visuelle an der Serie ist ein perfekter Kompromiss praktisch von diesem kitschigen, bunten und kindlichen Flair, weil es immer noch die Zielgruppe ist, also die Zielgruppe sind immer noch Mädchen, kleine Mädchen im Alter von, keine Ahnung, Kindergarten bis Grundschulalter, und dennoch können sie so eine moderne, etwas geerdete, intelligente und auch dadurch zielgruppenübergreifende Atmosphäre erzeugen. Und diese komische Mischung oder diese Abwägung ist sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Und was dann aber wiederum eine Metapher darstellt, praktisch von Hasbro, die praktisch Hasbros Fähigkeit darstellt zur Entwicklung, dass sie sagen, okay, wir entwickeln uns weiter, wir bleiben zwar immer noch bei unserer Zielgruppe, die Serie mehr Leuten zur Verfügung, einer größeren Masse, einer breiteren Masse zur Verfügung, dass auch diese das konsumieren können und wir dadurch natürlich Geld verdienen, denn Hasbro ist in erster Linie ein Unternehmen. Und das Ziel eines Unternehmens ist auf dem höchsten Rang praktisch Gewinnmaximierung, um zu überleben. Und eben durch diesen modernen visuellen Stil wurde diese Zielgruppenbeschränkung praktisch durchbrochen. Was ja, wie gesagt, an sich gut ist, aber im Fandom praktisch schwerwiegende Folgen hat. Weil es so einige Leute im Fandom gab und gibt, die halt so einiges falsch machten, eben dadurch, dass die Zielgruppe breiter wird, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen Leuten auch Idioten sind. Nur kurz am Rande, genaueres in Teil 3 zum Thema Fandom. Und an dieser Stelle möchte ich eines klarstellen. Der Grund, warum ich Brony bin, ist die Serie vordergründig und nicht das Fandom. Das Fandom entwickelt sich aus einer Serie. Es hat einer mal auf Bronys.de, dem größten deutschen Forum, mal ganz treffend formuliert, dass das sich verhält wie ein Apfel. Der Kern ist die Serie und drumherum bildet sich dann praktisch die Frucht. Und das ist das Fandom. Mal kann die Frucht kann reifen. Das könnte man es natürlich weiterführen und sagen, gut, die Frucht kann reifen, es kann viel entstehen.
wenn, was auch in Teil 3 jetzt bei mir dann näher erläutert wird, wenn das zu sehr reift, kann es dann irgendwann auch schnell verfaulen. Oder wenn es eben stagniert. Aber das, wie gesagt, Teil 3. Und das, was ich befürchte, ist, dass die Kreativität, das Storytelling von Hasbro in Zukunft nachlassen wird. Und die Kreativität so an sich, das wird aber jetzt später erläutert. Dann noch kurz etwas zu Hasbro als Unternehmen, so an sich. Was für sie als Unternehmen wichtig ist, habe ich schon mal angemerkt, ist, dass eben die Zielgruppe indirekt erweitert wurde. Zwar sagen sie, okay, die Serie ist immer noch für kleine Mädchen, aber wir lassen die Möglichkeit offen, dass alle anderen es auch anschauen können. Wie gesagt, Gewinnmaximum und so weiter habe ich erklärt. Und was sie damit eben geschafft haben, ist aus unternehmerischer Sicht eine Weltklasse-Leistung, die so zwar auch andere gemacht haben, aber nicht in diesem Ausmaß, auch wenn sie es nicht geplant haben, aber das ist einzigartig auf dieser Welt. Und wie gesagt, befürchte ich, dass leider praktisch diese Kreativität für die Folgen und Ideen und Drehbuch und so weiter, dass das ein bisschen nachlassen wird. Oder sehr nachlassen wird, aus verschiedenen Gründen. Indiz Nummer 1 wäre, dass am Ende von Staffel 3 praktisch Twilight ja zum Alicorn und somit zur Prinzessin der Freundschaft wird. Was an sich natürlich kontrovers aufgeworfen hat, ja, warum kann man später erst Alicorn werden, warum verwandelt man sich in Alicorn, normalerweise wird man als Alicorn geboren und so weiter und so fort. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um den Punkt, dass zu diesem Zeitpunkt Twilight praktisch ihre Studien über die Freundschaft beendet hatte. Jetzt gehen wir mal zurück zu Folge 1 der Staffel 1, zur allererste Folge. Dort wird erklärt, dass die Aufgabe es ist von Twilight, Lektionen über Freundschaft zu lernen. Und dadurch, wie diese erste Folge vom Storytelling her gemacht ist, lässt darauf schließen, dass praktisch das Ziel nicht das Ziel der Staffel ist, sondern das Ziel der Serie ist, dass Twilight alles über Freundschaft lernt, was es über Freundschaft zu lernen gibt oder man kann. Das hat sie praktisch zum Ende der dritten Staffel tatsächlich geschafft. Und ab dem Zeitpunkt gibt es dann auch dieses Element nicht mehr, dass praktisch am Ende jeder Folge entweder sie oder ihre fünf Freundinnen praktisch einen Brief an Celestia schreibt, wo sie dann erzählen, was sie über Freundschaft gelernt haben, gibt es ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr. Das heißt, es hatte irgendwas Finales irgendwo. Also ganz streng genommen wäre dort die Serie schon zu Ende gewesen. Gut, wir wissen, dass später zwei Staffeln noch kamen, doch in der fünften Staffel gab es noch viele weitere Indizien dafür, dass das alles so final scheint. Also dass Hasbro praktisch jetzt nochmal so für die fünfte Staffel und jetzt dann wahrscheinlich auch für die sechste Staffel, wie gesagt, dann kommt ja auch nochmal richtig aufdrehen wollen, bevor sie die Serie einstellen. Also praktisch einen fulminanten Abgang schaffen. Bei Staffel 5 waren so Punkte wie Starlight Glimmer praktisch, also die bisher stärkste Gegnerin und die mächtigste Gegnerin, die selbst Zeit beeinflussen kann, die dann sowohl zur Staffelbeginn als auch zur Staffelfinale die Antagonistin der Staffel ist. Dann Thanks for the Memories, wo dann zum ersten Mal ein richtig bierernstes Thema aufgegriffen wird, wenn auch indirekt natürlich, aus Schutz vor den vor der Zielgruppe, aber gleichzeitig fördert das auch die Aufklärung, und zwar das Thema Tod. Weil es in der Folge darum ging, dass Rainbow Dash ihr akzeptieren muss, dass Schildi, auf Deutsch Schildi, also ihre Schildkröte, in den Winterschlaf gehen muss. Und das will sie nicht akzeptieren. Und das hat halt, das war wirklich eine richtig große Anspielung darauf, dass es in dieser Folge darum geht, Kindern zu vermitteln, was es bedeutet, für lange Zeit nicht da zu sein. Also praktisch im Endeffekt zu sterben. Dann sowas etwas Kleineres, das war die Folge, wo Gilda wieder zurückkehrt und sich mit Rainbow Dash versöhnt, dadurch, dass sie
in einen Konflikt geraten, wo sie halt beide in Gefahr kommen oder eine von beiden eben. Dann natürlich eine meiner Lieblingsfolgen, Amending Fences, wo praktisch der Charakter von Minuet in Forderung gestellt wird oder allgemein dargestellt und wirklich veröffentlicht wird praktisch. Also man weiß jetzt, okay, Minuet ist so drauf, hat diesen Charakter und das fand ich super. Und sie ist sehr sympathisch. Rarity Investigates, wo praktisch nicht nur die Musik der Folge an sich besonders war, dass dieses jazzige, swingmäßige drin war, sondern das erste und bisher einzige Mal in den Credits eben auch eine andere Musik verwendet wurde im Stile der Musik der Folge, also auch so ein Jazz-Swing-Stück. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Experiment war, aber ich fand es super. Dann natürlich der größte Plot-Twist, das, was die Serie am meisten beeinflusst hat von der Gesamtstory her, die Folge Crusaders of the Lost Mark. Denn in dieser Folge bekommen die Cutie Mark Crusaders, also der Schönheitsflecken-Club, endlich ihre Schönheitsflecken, ihre Cutie Marks. Und das größte Indiz, das zeigt, dass Staffel 5 die letzte Staffel sein sollte, sogar mehr als die dritte damals, ist die Tatsache, dass in der allerletzten Folge, also in der letzten Folge der fünften Staffel, am Ende, nachdem Starlight Glimmer reformiert wurde, praktisch so ein Endsong gesungen wurde. Und als dieser dann fertig war, sieht man, wie praktisch die alle in Six plus Starlight Glimmer praktisch in der Mitte standen, angefangen haben, in die Kamera zu gucken, die Kamera zoomt raus und ein Haufen von Ponys, irgendwie gefühlt alle, die irgendwie wichtig waren in der Serie, stehen um sie herum als ganze Masse und schauen in die Kamera, also vierte Wand durchbrechen, nennt man sowas, das heißt den Zuschauer direkt ansprechen. So, und dieses Endbild, das hat mich ehrlich gesagt an das Bild von Dragon Ball erinnert, praktisch im Manga, auf der letzten Seite. Also das hat mich sofort dran erinnert. Und wenn das nicht so ein Gefühl vom Final hervorgerufen hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Und deswegen dachte ich ernsthaft, dass es mit Staffel 5 vorbei wäre. Ich gehe davon aus, dass Staffel 6 jetzt noch kommt und dann aber wirklich Schluss ist. Auch aus Gründen, die ich im zweiten Video noch erläutern werde, genauer. Und natürlich auch im dritten Video. Das nimmt ja beides Einfluss darauf. Alles Weitere und die wirklich großen Sachen kommen dann erst in Part 2 und 3. Bis dahin, macht's gut. Servus. Thank you.